Sie wohnt wahrscheinlich im Gärtnerhaus. Gehen wir mal hinten rum. Hab ich doch richtig gehört. Hallo. Hallo. Herr, weiß der Eigentümer, dass ihr da drin seid? Ja, weiß sie das. Das Haus gehört Trudy. Kommt rein. Oh. Das ist eine Million wert, sogar 1,2, wenn man eure Kupferrohre einziehen würde. Das ist mein zweites Zuhause geworden. Und hier ist Trudy. Oh, hallo. Ich bin wieder zu sehen. Ich auch. Oh, diese kennenzulernen, ich schwärme immer so von Ihnen. Das ist aber nett. Ach so, ja, ich habe einen Nudelsalat für uns gemacht. Oh, okay. Das ist nicht nötig gewesen. Das habe ich dir tausendmal gesagt. Machen Sie sich bitte keine Gedanken. Der Salat passt sich ja hervorragend zu Fasan. Das ist mein Lieblingsvogel. Sie haben ein wundervolles Haus. Dankeschön. Es ist schon ewig im Besitz meiner Familie. Sagt Ihnen der Nonno noch etwas? Natürlich, wieso? Einer von denen hat mein Großvater getan. Das ist ja furchtbar. Rückwärtsgang oder absichtlich? Also dann, möchte jemand ein Glas Wein haben? Eine dann mach was dagegen, noch eine ist okay. Ich habe einen 91er Chevalier-Montaché im Keller für besondere Anlässe. Wie gut es wäre, wenn wir da wieder sprechen. Ja, dann stürze ich in den Weinkeller und hol ihn. Oh, ich bin ja nicht ich besser gemeint. Und da habe ich den Ostflügel versteckt. Ich bin schon ganz gut. Erzählt, dass Julie so eine gute Partie ist. Weißt du, ich glaube, das ist nicht wichtig für Erle. Er hat sich nicht in ihr Geld verliebt. Der verliebt sich schon in Chips-Tüten. Sie hat meinen Keller bis zum Ostflügel. Als ich klein war, reichte unser Keller gerade für Großmutter.